War's noch oben gewesen, ja? Yep. So, jetzt schauen wir uns erstmal das Video an. They said I was a charlatan, a fraud, a nothing. But I am a miracle. Look and behold in wonder. And ask yourself, what does mighty Chris Formage, leader of the Epsilon program, do with his enormous power? Why, he uses it to watch people, of course. Join me anytime you like. Watching. They never find out, and they can't harm you. It is the greatest pleasure on earth. And trust me, I've lain with a multitude of women. So, und damit ein nachträgliches Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play von mir. Und zwar bei GTA Online. Ja, wer die letzte Folge gesehen hat, weiß Bescheid. Da war so ein komischer Idiot, der meinte, mit einem Kunstflugzeug in mich reinknallen zu müssen. Sein Name ist Diesel CB. Guten Tag, der Herr. Moin, moin. Arschloch. Immer wieder gern. Nee, ist klar. So, ich brauche ein Auto. Yep. Komm raus mit dir, meine Karre jetzt. Obwohl, nee, warte, du kannst die Karre gleich wieder haben. Ich muss bloß eine andere kurz mal anhalten. Was sagst du, das ist nicht cool, das ist cool. Glaub mir. Bleib liegen, Junge! Ist ja nicht mehr normal mit dir. So, und du raus aus der Karre, mein Auto. So. Uhu. Jetzt habe ich ein schönes Auto. Schade, dass ich mir das nicht sichern kann. Wir sind ja cool, ne? So, Diesel, wo bist du? Ich komm nicht holen. Ich hab gerade hier so einen Gangangriff gemacht. Achso. 15 Geld. 5 Kopfschüsse nur. Oh, das war du Lusche. Das war ja wirklich schlecht. Boah, die Karre zieht geil. So, Crew Rang 50, Problemlöser. Cheater. Ja, also ich bin immer noch am Flughafen hier irgendwie unterwegs. Ja, mich hätte er in die Stadtmitte reingeschmissen. Weil es war mein erster Tod durch einen Spieler und somit, ne, darf ich in der Stadt starten. Zack, 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 zack. Flughafen. Geradeaus. Halb stehen, ich hab Vorrang mit meiner Eisenkarre. Alter, die geht ja ab. Das ist ja Schmidts Katze hier auf Ecstasy. Vergiss es, du schießt mich nicht ab. Der redet von Schießen. Vergiss es, in mich reinzufliegen. Aber ich glaube, ich weiß jetzt, warum ich Dings nicht machen konnte. Quatsch, kein Flieger gekriegt hatte erst. Weil ich musste erst noch die Flugschule machen. Ich habe auch nicht gemacht. Auch nicht, na gut. Wer wisst dann, woran es bei dir lag? Glaube ich, rangabhängig. Ich weiß gar nicht. Ich bin noch Rang 4, in der Nähe von Rang 5. Wow! Boah, taucht auf mir so ein dicker Arsch vor mir auf.
schätzen gleich die Reifen, so geil finde ich die Karre. Vergiss es, Junge. Kriegst mich nicht. Okay, kriegst mich doch. Nein! Scheiß Platten! Oh ja, jetzt häng ich hier noch fest. Oh, schöne Karre! Schöne Karre! Ja, wenn ich mal eine Chance irgendwie was auszuwählen, ey. Arschkrampe, ey. Richtig, schmier ab, Junge. Schmier ab, du. Jetzt, wo ich gerade dein Gesicht anvisiert habe, du... So, komm, lass eine Mission jetzt machen. Du kannst ja schon Missionen auswählen, ich leider noch nicht. Kannst du nicht? Nein. Warte mal, ich muss mal nach oben gehen, sonst wäre ich selber abgeschossen hier. Richtig so, mein Tod muss gerecht werden. Erschießt ihn, Korps, kommt schon, macht ihn alle! Bomben, Panzerung, Lithium. Hey, ich habe Ausdauer zu bekommen, endlich mal. So. Hast du bekommen? Ausdauer habe ich bekommen. Abreise. Na gut, dann gucken wir doch mal, was das ist. Und dann wäre ich bereit. Dann feuerfrei. Offen auf Rang 35, du bist Rang 4. Perfekt. Ach, ist doch knapp nebeneinander. Kann man so und so sehen, weißt du ja. Oh, schalt die Zeugen aus. Zeugen? Das war doch das Ding auf Zeit, oder? Irre ich mich jetzt gerade. Also bis jetzt läuft noch nicht auf Zeit. Okay. Schön fährt er mit seiner getunten Karre. Das wollte ich gerade machen! Lahmsam. Und jetzt? Tja. Achso, fotografiere das Ziel. Machst du oder soll ich machen? Ich hab ein Futterboard da. Du stehst im Weg. Ist mir egal. So, weg, Bullen sind da. Ich hab einen Scheiß hier, ey. Na, dann schütteln mal die Cops ab. Solange ich bei denen nicht abschütteln muss, ne?
Ey, pass auf, wo du hinfährst. Ah, fuck, jetzt kommen sie von vorn. Guten Morgen und tschüss. Ich hupe extra, geht mir aus dem Weg, Mädels. Na, geht doch. Nein. Das sah erst so gut aus, dann war es doch noch so enge. Kommt schon, jetzt pisst euch von mir. Geht doch. Muss ich mir erst meckern. Auf zu Marti Matrazzo. Die alte Matratze. Die Cops, ihr könnt die Sirene ausschalten. Ich werde nicht mehr gejagt. Ups. Ah ja, leicht eingebeult. Passiert. Jetzt kommt, dreh dich nicht so. Ach ja, ich weiß schon, warum ich Pilot bin, kein Fahrer. Bei dir wollte ich mir die Beichtung nicht abnehmen lassen. Ich würde dich gar nicht erst mal in die Kirche lassen, so. Oh, ich brauche unbedingt Bremsen für die Karre, das ist ja nicht normal. Das ist ja schlimmer als der LKW vorhin. Musst du mal ein vernünftiges Auto kaufen, tun. Ja, das ist der Fatum, das ist eigentlich schon ein gutes Auto. Also steuerungstechnisch kann man, kannst du da echt nicht meckern bei der Karre. Problem ist, der ist noch, wenn ich mich recht entsinnere, komplett ungetuned. Soll ich rinfahren oder soll ich warten? Warte. Bin ja gleich da, wenn alles gut geht. So, komm mit. Ich sagte, komm mit und ich ramm mich weg. Das Tor ist so klein für uns beide. So, Moment. Hello, hello. So you found the place. Well, you're the talk of the streets, my friend. Can I call you that? I feel we will be great friends. Hey, look at this place. Isn't it beautiful? A modernist wonder home. Very significant. My business associate lives here. I bought it for her. For him. For her. For her as a present, because I like her as a business associate. Anyway, here, give me that. Yes, perfect. I will do great. Good working with you, my friend. I'll see you again. And keep this house between us. Bestanden. Das gibt Knete. Und ein Level Up? Sehr schön. Rang 5 erreicht. So, hat mir sehr gut gefallen, gab gut Geld. Und dir diese? Auch, wollte schon sagen. Ich hab grad gleich noch Zeug eingekauft. Aha. So. So, was wollen wir denn? Ich würde sagen, ein Job für einen Titan. Er ist ja Pilot und so, ne? Problem ist, du musst die Leute bloß halt alle abschießen, weil ich habe bloß eine Pistole. Nur eine Pistole? Ja, also ich muss das Auto nehmen. Ach, was klicke ich denn hier? So, bin bereit. Ja, dann fährst du mein Auto. Natürlich fahr ich dann dein Auto. Was hast du denn gedacht, was ich mache? Ja, es wird schon in Einzelteilen zurückkommen. Mach dir mal keine Sorgen. Genau, das ist mein Problem. Du
du machst dir viel zu viel Sorgen über Sachen, die total belanglos sind. Armleuchter. Ey, what the fuck? War wohl nicht, ha? Das ist zum Henker. Ah, probier's nochmal. Was ist Scheiße hier? Jetzt. Markierst du bitte das Ziel? So. Fahren, fahren, fahren über die Autobahn. Mann, Mann, Mann. Das Schlimmste, was einem passieren kann. Wenn ich fahre. Nein. Diese Beifahrer im eigenen Auto ist nicht das Schlimmste. Beifahrer im Auto zu sein, in deinem Auto zu sein, wenn ich fahre, das ist das Schlimmste. Sind wir überhaupt noch richtig? Ja, ja. Und, wird dir schon schlecht? Riechst du es nicht? Noch nicht. Nein! Kein ist dafür. Es sind zu viele Geisterfahrer hier unterwegs. Du musst die Stadt echt mal was machen. Wer ist denn der Geisterfahrer? Ich nicht. Ich fahr auf der richtigen Seite. Es ist ja immer ein Straßenverkehr. Ups. War das gerade geil? Zur Hölle? Was war das? Gänse. Okay, das hatte ich auch noch nicht gehabt. Was für ein Fail war das? Egal, ich hab's auf Video. So, ihr habt den Fail gesehen? Und wenn euch diese Folge gefallen hat, ihr wisst ja Bescheid, lasst einen Daumen nach oben da oder nach unten, lasst einen netten Kommentar da. Und solltet ihr noch keine Abonnenten sein, würde ich mich über ein Abo von euch freuen. Und dann sage ich erstmal bis dahin, macht's gut! Das war bestimmt mein Auspuff. Und tschüss.